Juhu, Minecraft, der Server läuft. Ringi hat ihn kaputt gemacht und hat ihn wieder ganz gemacht. Sehr schön. Ja, so muss es sein. Ja. So, ein bisschen Werkzeug haben wir auch noch. Jetzt gehen wir runter zum Tunnel. Ach, das weiß der Ringi ja noch gar nicht. Ha, 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 ha. Das weiß er noch nicht. Dass du ganz runtergegangen bist oder dass du wieder Diamanten gefunden hast? Nein, nein, das. Ganz unten war ich noch nicht. Ich habe mich diesmal mit meinem Tunnel in eine andere Richtung gewagt, nämlich in deine. Und ich bin noch nicht ganz unten, sondern relativ weit oben. Und habe es auch schon fast geschafft, mich bis zu dir zu meißeln. Gestern habe ich dann mal aufgehört. Da war es dann zu spät, da wollte ich schon ins Bett. Jetzt machen wir weiter. Also wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich schon oben im Norden, auf der großen Karte, sehe ich schon deinen Bereich da. Aha. Ja. Und da meißeln wir uns jetzt ein Stück weiter. Und dann haben wir gleich einen Tunnel, der uns unterirdisch verbindet. Ich will es mal so machen, dass ich wahrscheinlich in deinem großen Loch da rauskomme, was du da gemacht hast. Achso, das wollte ich dann... Naja gut, das kann man dann abändern. Ja, gut. Kein Problem, weil das wollte ich schon im Wasser setzen. Ah. Später als Swimmingpool oder sowas. Aber dann tun wir halt die Pläne ändern. Na, kann man ja trotzdem machen. Dann kommt man halt dann... Das ist ein Geheimeingang. Dann kommt man in den Pool, kommt man dann... muss man dann da reinhüpfen an der richtigen Stelle und dann kommst du in meinen Tunnel. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Das ist ein Rotz. Ah, jetzt geht's. Licht machen, ich sehe nichts mehr. Kohle gefunden, Kohle gefunden, Kohle gefunden. Das war's schon. Ah. Löcher stopfen. Also ich habe festgestellt, kaum warst du gestern offline, war Torben online. Der Drecksack, der mir immer mein Spiel versaut. Irgendwann finde ich raus, wo der wohnt. Und dann hau ich ihm einen. Kohle, jede Menge. Und Eisen. Ach Gott, was hier alles ist. Das einzige Blöde ist, ich werde hier in der Höhe leider keine Diamanten finden. Aber sag mal, Frankie, woran liegt es eigentlich, dass ich diese ganzen Steine, die ich jetzt hier auf dem Server gefunden habe, bei mir in dem Singleplayer nicht gefunden habe? Als die Singleplayer-Karte vorher schon erstellt worden ist, weil du alle Mods gehabt hast, ja. Die nicht generiert worden. Ah. Das ist natürlich nicht schlecht. Boah, da ist schon wieder der Zombie unterwegs. Hals, Maul, Zombie. Geh mir nicht auf denselbigen. Was denn? Hab ich nichts gesagt, sehr gut. Oh, Kies. Achtung, jetzt buddel ich mich durch den Kiesen, komme wahrscheinlich wieder irgendwo raus, wo sie eigentlich gar nicht hin will. In irgendeine Kackhöhle oder so. Ja, ne, sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Kies ist nämlich immer gerne, um die Lava-Becken trocken zu legen. Wenn ich dann irgendwo einen Tunnel habe, habe ich jetzt bei mir mal im Singleplayer gemacht, wo dann unten Lava war, habe ich mich oben über die Lava gegraben und habe das Ding dann trocken gelegt. Also ich habe jetzt immer versucht bisher mit Eimern die Lava wegzuschöpfen. Da gibt es ja die Möglichkeit mit Railcraft einen schönen Eisentank zu bauen. Dann habe ich mir dann gebaut und habe dann die Lava dort eingelagert. Aha. Ja, da kann man sich Kohle sparen, so ein Eimer, aber unten in den Ofen rein. Ja gut, das habe ich auch gemacht, ja. Ich sammle es halt direkt in die Eimer und packe die Eimer direkt in die Ofen. Ist es eigentlich hier auch so, dass die Lava, dass es so ist wie mit dem Wasser? Das heißt, ein Lava-Block, ein leerer Block und noch ein Lava-Block ergibt unendliches Lava?
Ach so, nee. Es geht nur mit Wasser. Es geht nur mit Wasser. Gut. Es gibt zwar ein Plugin, wenn ich es richtig weiß. Das haben wir früher drauf gehabt auf dem 146er. Server, glaube ich. War das. Dann gab es ein Plugin, da haben wir dann unendliche Lavaquellen machen können, aber. Das Ganze wäre halt dann, dass bei der normalen vorkomme, als halt die auch unendlich wäre, ne? Wenn ich zum Beispiel mehrere Sachen zusammenfließe, würde ich es auch wieder unendlich machen und immer so weiter und Schluss hätten wir nur noch Lava sehen. Aber das hat mich gerade auf was gebracht, was ich noch machen wollte. Was denn? Eine unendliche Wasserquelle brauche ich noch. Bei mir im Haus. Ja, ich habe ja eine direkt vor der Haustür. Frankenstein, join the game. Ich glaube, ich brauche noch eine Spitzhacke. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ja. Ich denke halt, warum brennt meine Karte? Das ist die Fackel im Hintergrund. Okay, hier noch ein Stück nach Norden und dann nach rechts. Okay. Deine Maschinengewehre höre ich schon hier unten. Wunderbar. Ja, die baue ich auch wieder ab dann. Anfangen. Die habe ich mir hier gecheatet. Ah. Ich böse. Mein erster Turm ist ja auch fertig. Da habe ich mal die erste Steinreihe gecheatet, dass ich den Anfang habe. Ah. Dann noch overgebaut. So dusselig wie ich bin, habe ich mich natürlich zweimal runtergestürzt. Mal die Haxe gebrochen hier. Ich brauche mal unbedingt eine Hacke, eine neue und auch ein Schwert. Mein Schwert ist bald kaputt. Rüstung habe ich auch noch keine. Mal Wie gucken, kommt wie jetzt? Wie kommt gerade ein Zombie hier rein? Er Fragt mich hat alles, wie ein Zombie hier reinkommt. eine schusssichere Weste angehabt. Irgendwo ein bisschen Eisen. Ah, hier ist noch Eisen. Ja, schön. Und wo ist Holz? Hier. Ah, falsch. Da. Da haben wir Stöcke. Und dann haben wir... Ah, hier sind sie. Ja, da. Zack, zack, zack. Eine Hacke. Den habe ich noch. 14 Stück habe ich noch. Noch eine Hacke. Dann machen wir nochmal ein Schwert. Machen wir mal noch eine Hacke. Davon brauchen wir ja reichlich. Sehr schön. Da habe ich jetzt genug von. Ha! Packen wir mal ein bisschen was hier rein. Wenn ich drei Hacken einstecken habe, sollte er ausreichen. Erde. Steine. Kies. Ich muss mir unbedingt wieder meine Dinge da nummerieren. Also was man mit den ganzen Barren machen kann hier. Gibt's? Kannst du das nachlesen? Also hier vieles, also jetzt gerade was Zinn betrifft und Kupfer, kannst du dir das malen mit so einem Macerator oder wie das heißt von Industrial Craft? Brauchst du aber halt erstmal Energie, ne? Dann hast du dann den ganzen Staub, dann nimmst du dann, glaub, dreimal Kupfer, also ein 64er Stack Kupfer, ein dreimal 64 das mischst du dann in der Werkbank zusammen, dann bringst du dann Bronze raus und dann kannst du dann auch Rüstungen draus machen aus Bronze.
Machst du dann Bronze Staub und das machst du dann na, zum Brennen in der Ofen und dann kriegst du die Barre raus. Bronzebarre. Oh, da kommt schon wieder einer, ich muss mal Pause machen.